Jetzt kommt zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public mit der Asta, dem Uwe, dem Paul, dem Micha, dem Manni, dem Lars, dem Flo, dem Toledo und dem Mike. Einen wunderschönen. Hallo. Servus. So, ich hätte noch eine Frage, die mir gerade so spontan eingefallen ist. Wir sind heute ja tatsächlich mit sehr, sehr vielen Leuten drauf. Also wir sind gerade 10 auf dem Server, sind 11, aber Lukas ist ja noch keine Ahnung wo. Aber auch mit 10 sind wir, glaube ich, waren wir schon mal 10 Leute zeitgleich auf dem Public zur Aufnahme? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weiß ich nicht. Doch, doch, doch. Waren auch schon 11 oder 12, also. Waren wir schon so mannstark hier? Wir gerade die ersten Sessions waren sehr mannstark. Okay, ich hätte und wackelig. Muss gestehen, ich. Das waren ja die Aktionen, wo wir gesagt haben, ja, 8 Missionen sollten ja reichen. Und wir haben direkt im ersten Stream gesagt, komm, unbegrenzt, weil wir haben keine Arbeit. Nee, wir hatten am Anfang gesagt 5 Missionen, oder? Oder mit 3? 8 hochgefahren, Okay, ich dachte, wir hätten auf 8 hochgezommen. Nein, wir hatten von Anfang an hatten wir 8. Das kannst du auch in deiner Nachricht nachlesen, die du mal geschrieben hast. Okay. Ja, ich glaube euch das, dass ich geschrieben habe, 8 Nachrichten. Na, dann habe ich es nur falsch im Kopf. Dann haben wir das sofort hochgeschraubt auf unbegrenzt, ja, weil wir in der ersten Session keine Arbeit mehr hatten. Okay. Weil wir schon so viele Leute waren. Aber was mir auch aufgefallen ist, hier läuft das ganze Spiel runter. Mhm. Auch wenn wir so viel drauf sind. Bitte. Ja. Hallo. Siehst du, wir hätten einfach schon vor 3 Folgen schlecht über ihn reden sollen. Ja, dann wäre er vielleicht. Es hat, glaube ich, einfach kurz in seinem Ohr geklingelt und dachte, die lässt dann muss ich mal vorbeischauen. Grüße. Bei dir funktioniert das nicht, Uwe. Nee, genau. Nee, bei mir funktioniert das. Bringst du das dann bitte unten zur 65 da, Landhandel Hage? Achso, weißt du, was das Problem ist? Es klingelt den ganzen Tag im Ohr, ne? Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, ob das wirklich wichtig ist, wenn da gerade einer lästert, oder ob das so das übliche Grundrauschen in meinen Öhrchen ist? Nimm halt einen anderen Ton. Nennt man halt Tinnitus, ne? Ja. Augentinnitus, oder? Wenn du nur Pfeifen siehst. Ja, ein Tinnitus auf dem Auge. Ich sehe ganz einfach nur Pfeifen. Ja, das geht. Wo ist die 45 eigentlich nochmal? Wo werden Ballen gepresst? Überm Händler. Neben der 14, rechts neben der 14. Überm Händler. Überm Händler ist die 14 und da sind wir. Ach, das Scheißfeld. Ja, das ist wirklich kacke. Ach komm, also. So schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Bisher? Gibt das schon die ganze Zeit für Ballen ab schon für das Feld. Bitte. Bisher finde ich das jetzt vom Mähen noch nicht so schlimm. Guck mal, wir sind fertig. Ja, kannst aufhören. Ist fertig. Ja, geil. Wir haben noch nicht einen Ballen abgegeben, ne? Aber lass mal das abgeben. Ich ja, für euch. Ja. Lass mal abgeben, Lars. Können wir uns hinstellen, wie geil dieses Feld war? Ja, also wir waren sauschnell fertig. Sauschnell, nicht mal die Ballenpresse haben wir gebraucht, ja, so schnell waren wir. Nicht einmal nicht warm gelaufen und wir sind schon durch. Ja, ich denke auch. Cheater. Hallo Micha. Das ist eine Respektsmission. Hallo, cheaten ist es nur, wenn es gemogelt ist. Wir haben nicht gemogelt, wir haben ehrlich gearbeitet. Ja, ich muss gerade sagen, also ich fahre hier immer noch mit meinen Schneidwerken durch die Gegend. Außerdem, Paul, ne, ganz vorsichtig hier, was das Cheaten angeht. Der war doch so ein Gitting mal rein, hast du, oder? Was? Vorne ist voll. Du da einfach so, als wäre ja, das nicht gehört, Ja. Doch, geht doch rein. Ich, an seiner Stelle würde ich auch so tun, als hätte ich das nicht gehört. Ich hab das gehört, weil ich... Nur nicht kommentiert, ne? Überhört, ja. Ich hab nur gecheatet, um, also, ich schieße nur, mach mal Kunststeig, warte, komm. Wo anderen keinen Schaden entsteht. Sag's mal so. Moment, wenn du jetzt zum Beispiel bei GTA 5 cheatest, so ein Unlock All oder sowas, ja, dann könntest du bessere Waffen tragen. Das heißt, das würde jemanden härter vielleicht in sein Gesicht treffen. Ja, gut. Und damit also... Das definiere ich als andere Cheaten, als wenn ich in irgendeinem Shooter hier, oder hier, aktuelles Beispiel, als wenn ich in EFT
Ach, in EFT hast du auch schon gecheatet. Nein, das würde ich nicht machen, weil die Cheater in EFT sind die allergrößten. Hast du nicht gesagt, aus aktuellem Anlass? Ich glaube, er hat einen getroffen. Nee, aktueller Anlass macht der Paul online Wörterrätsel mit ChatGPT. Nee, weil ich aktuell EFT zocke und weil ich vermehrt auf TikTok Videos von Cheatern sehe, die. Ja. Aber was cheatet man denn da? Ein Aimbot oder? Aimbot und kein Stamina-Verbrauch und so. Ja, ja, die Klassiker bei jedem. Wie heißt denn? Bei jedem Shooter quasi, ne? Gab's ja schon zu Counter-Strike-Zeiten Aimbot und Wallhack und. Was man so. Bei EFT ist noch was anderes, wenn du deinen Loot verlierst und der das dann mitnimmt, dann. Ja, bin ich bei dir, aber damals so Counter-Strike, wenn irgend so ein Wallhack-Aim-Typ damit auf dem Server war, den hat man ein paar Mal versuchen wollen wegzuklatschen und da ist man gemerkt hat, okay, wirklich no way, ist man auch einfach frustriert abgezwitschert und dachte so, scheiße. Ja klar, das ist der Vorteil, man kann die mittlerweile viel einfacher reporten in den NFT. Flo, hast du abgegeben? Hast ja quasi kein Replay-Cam, da kannst du die Ernte genau sehen, ob der cheatet oder nicht. Ja, okay. Da, die Ernte von der 13 ist auch weg? Ja, es ist nur noch Feld 60 jetzt als eine Mission aktiv. Du siehst dann zwar den Namen von dem, der dich getötet hat, du könntest den auch reporten, aber du hast ja keinen. Wenn du da nicht gerade streamst oder so oder du den nicht dann siehst, hast ja keinen handfesten Beweis, ob der cheatet oder nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, an meine Anfänge mit so Ego-Shootern und das erste Mal jemanden sehen, der cheatet. Und dann siehst du nur die Killcam und denkst dir so, what the fuck, der hat Kaliber 50, schießt aus der Hüfte und trifft. Ja, dann musst du dir auch erstmal das Kaliber 50 nehmen und es auch versuchen. Natürlich triffst du keine einzige Kugel, aber man hat es halt mal versucht, ne? Das stimmt. Das schreit doch nicht so, Toledo, Mensch. Also wirklich. Welche Mission? Toledo, ich hätte dir die Frage beantwortet, hätte ich sie beantworten können. Also ich habe dich gehört, ne? Nur kurz fürs Protokoll. Ich weiß aber nicht, ob die Ernte-Missionen fertig sind, weil ich mit Lars auf Feld 45 rumgummel. Die einzige Ernte-Mission, die aktuell noch läuft, ist die auf Feld 60. Und die Frage ist, wäre es sinnvoll, da mit einem weiteren Drescher zu unterstützen, weil da noch relativ viel Material steht. Aber ich dachte, die waren schon zu zweit unterwegs, oder? Nein, nein. Da ich läuft ein Drescher. Die Frage ist aber eher, ob Toledo die Missionen abgeben kann, ob da noch irgendwas rumfährt und ob noch irgendwas voll ist. Genau darum ging es mir. Nicht, dass ich jetzt was abgebe und auf einmal sitzt da einer und sagt, mein Schlepper ist weg. Ich habe nur gesagt, dass Asra nicht mit den Dreschern nicht kommen braucht, weil bis sie mit unserem Drescher hier ist, bin ich fertig mit dem Feld. Okay. Ich habe dich gleich verstanden, Toledo. Also fährt jetzt einer der Drescher noch darunter, dann lassen wir die Erntemission. Ja, komm, ich fahre Colli noch runter. Er hat Colli, verdammt. Okay. Ja, der Strommast hat Colli. Ja, ja, ja. Danke. Darum ging es mir nicht, dass ich jetzt was abgebe und auf einmal buff. Gut. Haben wir klären können. Ja. Meinst du, der kleine Waldra hier schafft die Presse, Uwe, oder sollen wir gleich tauschen? Du kannst gerne den Schlepper hier haben. Ist für mich fein. Ich, so langsam weiß ich, was die meinen, weil der fette Schwader von uns ist tatsächlich auch ein bisschen überdimensioniert gefühlt für das Feld, aber okay. Es gibt keinen zu großen Schwader, nur zu kleine Felder. Ja, den ist das eine Zeitersparnis, die sich am Ende rechnet? Das ist mir egal, ich fahre hier auf Akkord, da kommt es auf jede Sekunde an. Lukas, rechts von dir auf dem Feld steht ein entsprechender Schneidwerkswagen. Dann musst du nicht da in der Straße stecken. Wollen wir wechseln? Ja, warte, ich hole die Presse. Ich fahre eben schnell. Ich krieg sie nicht raus, verdammt. Also, soll ich kommen? Ja, erscheinen reicht. Okay, warte. Nee, fahr einfach nur vor, wo du angefangen hast zu schwaden. Der Waldra Q ist gemietet, ne? Er ist von der Ballenmission, ne? Ja. Ah, okay. Ich hätte gedacht, der schwingt mehr mit. Oh, hoppla. Willst du jetzt weiter schwaden, oder? Kannst du ruhig machen. Ja, war mir nicht sicher, du. Alles gut. Ah, falsche Taste gedrückt. Ich wollte gekonnt noch dahin fahren, aber dann bin ich am Baum hängen geblieben. Das war's damit gekonnt. Was macht ihr denn für Ballen? Quaderballen oder habt ihr noch Rundballenpresse? Wir quadern.
Ihr Quadrat, gut. Uwe? Ja. Also richtiger Uwe? Ja. Nein. Bist du auf der 40 noch am Sammeln? Ich habe gerade die letzten 13 Ballen hinten Huckepack sozusagen. Hier liegt noch einer. Shit. Mein Schneidwerk ist in der Mitte schweben geblieben. Habe ich einen übersehen? Ja, direkt vorne, wo auch die Ballenpresse und sowas stand. Ja, dann habe ich das übersehen. Dann muss der gleich nochmal lang. Oh, hier steht auch noch ein Ballen im Trigger. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir Feld 11 noch schnell machen sollen, weil jetzt stehe ich mit dem Drescher vor Feld 11. Wenn jetzt eh noch einen Moment Zeit ist. Mir egal. So, alles, was ihr jetzt auf Feld 45 macht, ist unser. Also alles. Echt? Ja. Bitte keine Ballenmission abgeben, ne? Ich verwende jetzt auch noch ein Gerät davon. Ich habe 40 und 45 ist beides abgeschlossen. Krass. Achso. Ist jetzt von euch schon einer am Pressen? Ja, Lars hat schon angefangen. 220er Ballen? Die 240er oder nicht? Ich mach 220er. Gut, dann bleiben wir bei 220er. Weil ich hab dann auch. Hätte ich auf 240 umstellen sollen? Nee, dann lass jetzt 220, weil sonst haben wir verschiedene Größen. Ja, schon klar, aber was hat ein Uwe. Achso, ach, ja, okay, ich hab nichts. Nee, also ich hab keine Ballengröße eingegeben. Ich schwade einfach nur aufeinander. Der andere fährt nur. Uwe schwadet Ballen? Ja, ich schwade direkt Ballen. Aber nur 220er. Nee, ich mach 180er. Das mehr kann der Schwader nicht. Weißt du, aber stell dir das mal vor, du würdest vorne zusammenschwaden und hinten würde einfach so ein 180er Ball entstehen. Klack. Etwas. Ja. Findest du nicht gut? Doch, wunderbar. Das schaut immer so geil aus, wenn du danach das Feld nach dem Gras schneiden oder nach dem Mähen, nach dem Spaten und dann Ballen pressen, dass es so glatt aussieht und so. Wie wenn du mit dem Staubsauger durch so eine Fluselfurche gehst und danach ist nichts mehr da. Oh. Da kommt der Hausmann im Glas raus. Ich hab's jetzt auch nicht verstehen können, aber vielleicht liegt's an meinen hausmännischen Fähigkeiten. Die nicht vorhanden, oder was? Ja. Wusste? Nein, ich finde es cool, wenn du so staubsaugst und dann siehst du so einen richtigen Fleck, wo du denkst, oder so ein Fleck ist doof, weil du staubsaugst, ja, aber so ein paar Brösel zum Beispiel unter dem Tisch immer in der Küche. Also. Und dann gehst du so mit deinem Staubsauger drüber und dann ist alles weg und du denkst dir, oh cool. Okay, weißt du, was das Problem ist? Du musst nicht staubsaugen. Ja, doch schon. Ich hab zwei, vielleicht auch drei Probleme, ne? A, habe ich zwei kleine Kinder, das heißt, um den Esstisch liegen gefühlt immer Brösel nach jeder Mahlzeit. Ja, das kenne ich, deswegen tue ich auch nach jeder Mahlzeit Staubsaugen. Okay. Du Lars, darf ich dir mal mein Auto bringen? Ich hab Freunde von der Fastnachtssitzung abgeholt, ich habe perforierte Sitze und ich habe Glitzer im Auto. Deswegen gibt es eine Grundregel, sei nie der Fahrer auf Prunkpartys. Wenn du das so sagen möchtest. Manchmal bin ich einfach nur ein guter Mensch, ich weiß auch nicht warum. Ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin auch ein guter Mensch. Ist das ein Neujahrsvorsatz gewesen, Flo? Nee, ich versuche das eigentlich generell zu verschleiern, aber es fällt mir zunehmend schwieriger. Zunehmend? Also hier hast du es bisher ganz gut hingekriegt. Ja, aber so langsam kommt meine gute Seite ja dann doch zum Vorschein. Das ist. Du erzählst maximal davon, okay, ja, das stimmt. Okay, soll ich noch schnell Problem 2 und 3 erläutern? Bitte, Entschuldigung, ich hab's schon gerne. Alles gut. Ich habe zwei Hunde, das heißt, ne, einmal geschüttelt ist auch wieder scheiße. Und ich habe so einen Staubsauger, der hat so einen richtig krassen Laser. Ne? Wenn du saugst, denkst du dir, verdammt, Alter, hier hat schon eineinhalb Jahr nicht mehr gesaugt, obwohl es gerade mal 3 Stunden mir den her war. Gekauft. Deswegen habe ich mir bei dem Staubsauger die Version vorher gekauft, die hat den scheiß Laser noch nicht. Ja, ich sag dir, ne, dieser Laser ist so. Der Laser ist aber Gold wert, weil dadurch läuft der Staubsauger wirklich nur in der Energieklasse, die er auch wirklich braucht. Ja gut, das macht meiner, der schaltet auch schon um, aber er misst halt nur, ob glatte Böden oder Teppich.
Ja. Und schraubt halt entsprechend hoch, oder also auch nicht. Ich kann dir sagen, diesen Laser will man auch nicht freiwillig haben. Du saugst, drehst dich oben, da ist der Hund einmal lang gelaufen und du denkst, hey, da warst du... Du brauchst keinen Hund für... Aber jetzt mal blöde Frage, tut sich nicht Problem 1 auflösen, indem du Problem 2 einfach frei rum... Ja, gut, Toledo. Ja, nee, die nehmen auch nicht jeden kleinen Krümel, also... Achso. Die größeren Krümel, ja, ne? So also Stück. So halbe Brötchen meinst du? Ja, halbe Brötchen, Viertelbrötchen nehmen die auch noch, aber wenn da so Brotkrümel, irgendwann sagen die ja, auch. Dafür, also würde ich auch nicht machen, würde ich auch nicht machen, sag ich dir ganz ehrlich. Genau, ja, die halt auch nicht. Oh, der weißt du, was ich noch berichten muss, Uwe? Ich hab dir doch diese, den Reel geschickt mit den Brotchips machen. Ja. Fantastisch. Echt, ist gut. Ja. Okay. Ich hab erstmal durch die halbe Rewe bei uns gelaufen, bis ich so Bagel gefunden habe. Also muss ich das auch versuchen, ne? Also gut. Ich find's mega. Ich mach jetzt ist die Ballpresse noch einmal voll. Und du kannst halt Knoblauch aufknallen, dass du stirbst dran, gefühlt. dass deine Frau dich direkt schon auf dem Sofa schlafen lässt, so. Oh. Quasi. Du musst zuerst ins Bett gehen, dann geht sie aufs Sofa, weil sie denkt, oh. Diesen Raum will ich jetzt nicht mehr betreten, genau. Dieser Raum ist Lava. Ja. So, rein theoretisch haben wir ja auch noch einen zweiten Ballenanhänger jetzt am Hof, ne? Oder am Händler. Ich hab einen. Nee, warte, ich weiß gerade gar nicht, ob da noch ein Ballen... Du suchst einen Ballensammelwagen? Ja, muss ja eigentlich einer da sein. Nee, den hatte Lars. Lars, hattest du den Ballensammelwagen nicht schon mitgebracht? Nee, den Sammelwagen noch. Okay, sorry. Dann gehe ich jetzt den Sammelwagen holen, weil dann sammle ich mit Uwe zusammen die Dinger weg. Das ist ein Plan. Okay, ja, sonst... Also ich bin gerade auch fertig geworden. Soll ich hier nochmal nacharbeiten oder hatte ich ganz gut gemacht, dass ihr alles weg gepulvert habt. Also dafür, dass wir ja wissen, dass wir alles für uns erwirtschaften, finde ich das in Ordnung. Oh, sieht ganz okay elf. Aus. Hier und da ein Hügelchen, aber... Braucht ihr auf 11 einen Abfahrer? Bestimmt brauchen die auf 11 einen Abfahrer. Ja, Mann. Ja, lieben gerne, Manni. Ja, ich hab grad. Okay, ich perfekt. Ich hab aber was vorbereitet. Zum Beispiel der an der Mühle steht. An der Mühle bist du... Ja, hol ich schon. Fasttrack, ja, genau. Sehr gut. Ich würde sagen, während Lars hier noch die letzten Ballen presst, Toledo den Sammelwagen holt und Uwe schon die ersten Ballen mitnimmt, sind wir fertig. Liebe Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.